Jeder, ey. Och, ernsthaft, Bär. Holy shit. Okay. This time I'm ready for you. Come on, you big bastard. Frage ist nur, von wo kommt der? Hallo? Hallo? Nimm mir nun mal das, was ich brauche, ne? Ah. Oh, du solltest eigentlich da drauf. Ja, der hat arge Probleme mit mir. Aber könntest du mich mal in Ruhe lassen? Verstauchtes Handgelenk, der Lappen. Aber hierhin dürfte der Bär jetzt nicht kommen, damit ich mal schnell ein Feuerchen mache. Haben wir jetzt die Zutaten? Dann machen wir es hier, ist mir scheißegal wo. Er spürte meinen Stab, er spürte meine Lanze, das hört sich so komisch an. Come on. Come on. Ach komm, du bist echt zu blöd dazu, ne? Ich will nicht sagen, ich habe gerade das Gefühl, dass der Bär versucht, mich von hinten zu vergewaltigen. Hi. Oh, scheiße. Ich kann gerade nicht wegen meiner Handverstauchung irgendwas in die Hand nehmen. Weil er so ein Spillo ist. Weiß nicht. Du wirst gerade in diesem Moment, wenn so ein fucking Bär auf dich zustößt, so vollgepumpt mit Adrenalin, dass es dir vollkommen scheißegal ist, dass deine Hand verstaucht ist vom Wichsen. Ey, nee, du. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr ein Feuer platzieren. Weil ich nichts mehr habe. Ah. Muss ich mir erstmal noch einen Verband machen? Was mich unnötigerweise wieder 10 Minuten kostet und er schon wieder kurz vorm Erfrieren ist, weil er zu blöd ist. Nein, dass man das von hier aus nicht auswählen kann. Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass der unbedingt fertig gepumpt werden will mit Schmerzmittel. Ja, in die Richtung. Mein Zweifel. Nur mal unterwegs irgendwie was finden. Glaube ich, ein Grafik. Ich glaube, musst du unten bleiben. Wenn ich nach oben gehe, breche ich mir ja wieder was. Der ja so ein super Intelligenzbolzen ist. Meinst du, es ist auf diesem Weg irgendwo eine Höhle? Ich mich dann geärgert, weil ich dann eigentlich nur um die Ecke hätte gehen müssen, um diese Höhle zu finden. Und zu den Gleisen bin ich definitiv sicherer. Diese Steine, könnte hier nicht mal ein bisschen Kohle rumliegen? Ach nee, nicht das Eis jetzt.
Oh, oi, oi. Das ist gut. Oh, Alter. Angekommen. Bin ich doch rein und da ist doch. Oh. Wo habe ich echt ein Schwein? Ich habe keinen Zünder. Jetzt habe ich Zünder. Wüsste, wie du vergeigst, dass du Lappen, ey, dann wirst du deinstalliert. Come on. Come on. Ich würde ja aufhören zu labern. Redest du sowieso nicht gerade viel. Na. Ja. I did it. So, erstmal. Das hier. Ja. Garen. Ja, ich möchte gerne dieses köstliche Fleisch garen. Aber ich mache da erstmal das Töpfchen drauf. Braucht das nämlich nicht so lange. So, ist sogar schon wieder fast warm. Der Tüpfchen kommt erstmal mit. Garen, ich weiß nicht, Kräutertee. Nie mehr, was der machte. Egal. Es ist was Heißes zu trinken. Selbst wenn es Pipi gewesen wäre, es ist scheißegal. Hauptsache, man ist wieder fit. Fisch. Möchte sich am liebsten die Seele aus dem Leib kotzen. Warum man sich entschlossen hat, sowas zu machen. Ja. Beim Tee habe ich den Abfall nicht dann. Bin ich auch irgendwie lustig. Eine Stunde noch. Ich bin warm. Ich bin geil. Wir gehen nach Hause. So. Aber hey, jetzt hatte ich endlich mal einen Grund, meine Arzneimittel zu benutzen. Mein Traum ging in Erfüllung. Ja, ne? Alter, hör auf zu gähnen, ey. Als würde meine Freundin mir gähnen. Geil. Der ist am Stöhnen, der ist am Gähnen. Der meckert nur in einem. Ach, guck mal, das ist meine alte Fackel. Der ist schlimmer als eine Ehefrau. Sie erinnert mich an jemanden, wenn du das so aufzählst. An wen? Ja, Arbeitskollegen. Ja. Deswegen ist er alleine. Ja, könnte ein guter Grund sein, warum seine Frau ihn verlassen hat in diesem Spiel. Nur so dieser heimliche Grund. Da war es gleich geschafft. Ja, ich will das Gebiet verlassen. Er will kuscheln! Ich kann gar nichts machen. Ich werde nicht sagen, aber ich glaube, meine Eier sind jetzt weg.
Where am I? Holy shit. The bear, it's right there. Also den möchte ich mir, glaube ich, nicht auf den Grill packen. Da ist eindeutig zu viel Blei schon drin. Pfeile stecken auch noch drin. Jetzt ganz leise. Ja, er hat mich aufgehoben für später. Ich glaube, er will mich auf den Grill werfen. Hier rum kannst du mir nichts. Ich bewerfe den Bären mit Stöckern. Ja, alles, das haut ihn um. Arthur steigt. Digga, wir sind in der Höhle. Einzige, was steigt, sind deine Dämpfe, wenn du furzt. If I don't keep my distance, I'm done. Gotta find that spear. Ach, die Scheiße, wo ich da von einem zum anderen gelaufen bin damals. Nicht wissen, wie alt der Bär ist. Ey, das Fleisch muss bestimmt schon echt nee, ist nichts, was ich brauche. Wo er ist. Ja, aber auch gerade nicht hören. Bin halt lebensmüde. Bin zu voll zum Kriechen. Ist nur anstrengend. Meine Beine könnten dreckig werden. Can't let him near me. Hi, Arschloch. Willst du weitergehen? Nein, er muss natürlich jetzt hier vor der Tür fressen. Der Killer bei Dead by Daylight. Spiele mit deinem Essen. Ja, er wäre der perfekte Kandidat, diesen Perk zu benutzen. Nun geh da weg, sonst kann ich da hinten nicht in die Höhle. Der einzige Schutz, wo du nicht so ohne weiteres reinkommen kannst. In solchen Augenblicken denke ich nur eins. Hoffentlich hast du keine Bohnen gegessen. Nee, ja, ich hatte
Kletteboden und so, ja. Also, ne? Lass nur nicht furzen. Hier geht auch weiter. Hier drüben kann ich wenigstens nochmal gehen. Ja, da wird dir jetzt was gebrochen, jetzt, mein Freund. Ja, Schmerzmittel. Oh, Junge, du siehst tot aus. Wissen ist Papier. Jetzt möchtest du das vorlesen? Papa, als die Lichter kamen, mussten wir aufbrechen. Wir dachten, dass du hier auf deinem alten Pfad vielleicht Pause machst, aber wir konnten nicht warten. Die Jagd läuft gut, genauso wie wir es in Erinnerung hatten. Für dich wahrscheinlich sogar noch besser. Wenn du das findest, ruh dich ein bisschen aus. Wir warten an der Küste auf dich. Eliza. Ja. Dankeschön, mein Schatz. Bitte. Das braucht da alles nicht mehr. Ich glaub, jetzt fängt dieser scheiß Höhlenjump an, ey. Have to stay back. Rückbleiben. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ich muss sagen, der ist irgendwie diesmal ein bisschen buggy. Was frisst der denn da immer? Was passiert eigentlich, wenn ich ihm das Fleisch klaue? So sind nur noch Därme. Ach, der hat Fleisch dort liegen. Ach, der lebt von Luft und Liebe. Beine für den dicken Panzer, achso. Ja, geh mal schön. Sein artiger Bär und geh. Geh mit Gott, aber geh. Pack an die Junge fest. Nein, er muss wieder was fressen. Dass der bei mir ist. Nee, der war feuchtfröhlich noch am Fressen. Ah, da ist der Speer. There it is. The spear. Somehow I gotta grab it. That'll even the odds. Wie hat der fucking Bär das geschafft, jetzt hier zu sein? Ich weiß nicht mehr, von welcher Seite ich da am besten dran gekommen bin. An der Seite glaube ich nicht. Er kannte eine Abkürzung. Eine Scheiße. Wieso kann ich die nicht? Achso, der wohnt hier schon etwas länger. Oh. Jetzt hat er mich gesehen. Kann ich auch. Hat Ähnlichkeiten mit Assassin's Creed Valhalla. Äh.
Ja, das ist die Synchro. Ach komm, du kannst mich gar nicht gesehen haben. Piss dich. Alter! Ich sehe deinen Arsch durchs Guckloch. Junge, geh doch mal woanders hin. Sobald ich mich bewege, dreht er sich um. Ja, ein Dungeon-Detektor. Ja, nee, ist klar. Ja, ist klar. Oh, du willst doch jetzt wieder was fressen. In der Wichser kommt hierher. Wieso komme ich nicht nach dahin, wenn du die ganze Zeit hier bist? Ich weiß, wie seine Steuerung funktioniert. Müsste er sich nämlich drehen? Der ist weit genug weg. Ah, okay. Wenn er nah genug dran ist, ging es nämlich an meiner Steuerung. Weil immer, wenn ich dann mich bewegt habe, genau da hat er dann eine Reaktion gemacht. Und zwar spiegelverkehrt. An meiner Steuerung fest. Nur wenn ich ihn in eine Richtung lange laufen lasse, dann nicht mehr. Auch ganz schön ausgerüstet, du. Wenn ich nämlich zurückgehe, geht er nämlich vorwärts. Nicht mal so dumm. Wenn man es verstanden hat, wie es geht. Ich muss rückwärts gehen. Schon kommt er nicht. Jetzt müsste er sich nämlich drehen. Ach.